Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Black Ops Cold War. Herrschaft, Genau, Herrschaft grüß auf dich, einer Thomas. neuen Map. Wir nehmen Charlie ein. Genau, Rush Erobert die soll diese Zielobjekte. heißen. Sagt mir gar nichts. Sehr gesichert. Soll wohl ein Remake Wir sein. Eine übernehmen die Paintball-Map Kontrolle. aus BO2. Keine Der Feind hat Alpha. Ahnung. Egal, wir gucken uns die Map an. Machen hier einen Redder. Und gucken uns das Ganze mal in Würde an. Ne? Guter Treffer. Oh ja, ob der nun gut war oder nicht. Wir verlieren diesen Kampf. Oh ja, Wir nehmen naja. Bravo ein. Immerhin, immerhin. Kleine Map, ne? Warte mal, wo konnte man das hier noch? Kleine Maps mag ich ja doch sehr. Dann muss man mein Glas hier ein bisschen weiter wegstellen. Dann baller ich da jedes Mal mit der Maus dagegen. Habe ich jetzt B mitbekommen? Ich glaube nicht, ne? Interessant. Ja, auf jeden Fall mit der QBZ weiterspielen. Waffe macht mir nach wie vor Spaß. Jo, erste Runde für mich wieder. Es ist Wochenende. Ihr kennt es, glaube ich, langsam von mir. Ich habe wieder Zeit. Ich habe Bock. Und von daher. Bisschen rumballern. Das ist ja echt eine Wir kleine verlieren Map, ey. Ist das Charlie. geil. Hat das jetzt so viel Sinn, Wir sind A1 zu zu nehmen? wertvoll. Oh. Der wurde auf jeden Fall. Alpha wird gesichert. Feindliches Spionageflugzeug. Alter Schwede. Wir würden Das ging aber echt schnell. Was hat er gespielt? Die Krieg 6, okay. Feindliches Spionageabwehrflugzeug Die habe ich auch ist eine in der Zeit Luft. lang sehr gerne gespielt. Das war geil. Oh, den habe ich nicht. Ach, da kann man auch lang. Okay. Jetzt weiß ich's. Nu weiß er Bescheid. Sonst mal hier für das nächste Mal. Genau. Oh. Lol. Das war geil. Was war's? Macht doch mal mega Spaß, so Jumpshots. Oh. Bravo wird gesichert. Sieh verdammt noch mal besser. Hä? Wir sind ja gerade schon. Feindliches Spionageflugzeug über euch. Naja, tot ist tot, ne? Oh. Tschö, hat er Base. sich da. Nee, oder? Eieiei. Eieiei. Wir verlieren Bravo. Pfui, pfui, pfui ist das. Pfui ist das. Na? Ah, der sieht clever an, nicht, hä? Der ist, glaube ich, einfach rumgelaufen. Wenn er es denn war, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wir verlieren B. Oh, wahrscheinlich, ne? Er sah so motiviert aus. Er sah sehr recht motiviert aus. Motiviert bin ich allerdings auch, hier auch noch ein bisschen was zu machen. Wir haben B verloren. Feindliches Spionageflugzeug. Wir Alter, ich will, verlieren ich Alpha. feiert aber auch schnell um, Wir ne? nehmen Bravo Was ist denn da ein. los? Habe ich weniger Leben als die Sehr anderen? Kann das eigentlich gesichert. sein? Das wäre Bravo okay. gesichert. Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakte. Orte Das wäre gesichert. auch witzig, oder? Halte die aktuelle Position. Jetzt könnte hier gleich was angerannt kommen. Wir verlieren C. Was spawnen die da? Ah, hier links ist einer. Warte mal ab, bis die scheiße Rauchgranate da weg ist. Oder wir machen es einfach so. Komischen Mistcamper da. Hat wahrscheinlich auch noch nicht gewartet, ne? Weil er wahrscheinlich hier auch irgendwo so eine Drohnensache oben hatte. Wer weiß. Auf jeden Fall ist er tot. Tote Gegner sind mir die liebsten. Klare Sache, oder? Tja, stärkere Gegner denn eher nicht. Danke für die Hilfe. Spionageflugzeug bricht Überflug ab. Wir erobern B.
So, was? Nee, da gehen wir jetzt nicht nochmal raus, denn... Da wartet irgendwo einer mit einem Snipergewehr. Ich glaube, ich mag die Map sehr. Kann hier noch irgendwo lang? Ah, okay. Klick, bumm. Schade, dafür hat es ja nicht mehr gereicht. Aber ja, doch, die Map ist geil. Achso, warte mal. Nee. Oh, wäre schon beinahe wieder schief gegangen. Rechtzeitig noch auf die Punkte geachtet. Wow, war mein erstes Mal. Nicht schlecht. Ach ja, mein erstes Mal. Cool. Ah, Distanzen sind halt hier echt klein, ne? Das ist cool. Dafür ist also eine PPSH halt auch nice, ne? Hm, lol. Das war cool. So, wie sieht's hier aus? Oh, Platz 2 im Team. Nice. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Wir laufen schnell zu ab. Und dann... Gucken wir mal, was wir hier so Schönes drin haben. Das macht er auch. Oh, er hat mit Express geliefert, ne? Ich nicht. Dauert ein bisschen was länger. Ein Heli. Ist das hier ihn, den ich selber steuern muss? Ne, okay. Ah, da habe ich jetzt aber sau schlecht gezielt, oder? Wir verlieren alle. Hä? Wo ist er? Da ist er. Okay, Teammate rollt ein bisschen schneller auf als ich. Schade. Der Heli macht Sachen, ne? Der Heli macht ein bisschen Sachen. Lol. Wieder so schlecht gezielt, ne? Ja, wieder besser gemacht. Ich mal raus hier, Leute. Ausgeschaltet. Wo spawnen wir? Wollen wir das mal bitte noch schnell sagen? Okay. Also wohl. Von allen Seiten. Scheiße. Ah, habe ich noch ein bisschen was versucht, aber irgendwie hat das nichts gebracht. Da ist einer, der könnte jetzt da kommen, genau. Jetzt gleich wieder in der Reihen gerannt, ja. Teammate macht das. Den habe ich auch ja nicht gesehen, so richtig, ne? Da war noch einer. Hey. Mist, ich hab mich falsch entschieden. Hab erst überlegt. Weg. Nein, du schießt weiter. Nein, du kämpfst und dann bist du tot gewesen. Schade, ich hätte mal doch einen Schritt nach links gehen sollen. Dann wäre ich wenigstens erstmal in der Sicherheit gewesen. Naja, im Nachhinein ist man ja so oft schlau. Ich eher selten. Na ja, na gut. Okay. Ich weiß zwar nicht was, aber du machst es schon. Ja, kick mal. Ich hab wieder so einen Hubschraubschraub.
Nicht schlecht. Das wäre die erste Runde. Geil! Coole Runde. Habe ich jetzt noch Bier gekriegt? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. Oh, diese Gegner gestorben. Wir gehen aber schnell runter, Alter. Wegpunkt markiert. Upsi. Bäh. Oha. Nee, das geht wieder viel zu schnell. Ist ein Teammate gestorben. Okay. Ach, da war schon wieder einer in seiner Ecke da oben. Oh, nee. Lass doch mal so ein Mist sein. Das muss doch nicht sein. Ich glaube, die Waffe passt hier auch echt ganz gut zu der Map, kann das sein? Oh. Oh, kann man auch lang. Ah ja. Okay. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Upsi. Nee, wir wollen hier lang. Hier kommt jetzt was lang gerannt. Ja, hier ist auch einer. Nehm nicht da. Spawnen wir hier. Mal wieder da lang. Komm schon! Oh, gerade so. Gerade so. Langsam vor. Nein! Der war ein Hubschrauber, oder? Ja. Oh, warte mal, geh eine Runde! Das Ruder können wir nicht mehr umreißen. Ja. Ist mir aber auch relativ egal, denn ich habe eine tolle Runde gehabt. Aha. Naja. Also nach einem besten Moment sieht das ja eher nicht so aus, oder? Aber ganz gut geaimt habe ich hier, ne? Boah. Sah nicht so schlecht aus. Manchmal klappt das ja, ne? Wahrscheinlich, weil ich gerade frisch einen Kaffee getrunken habe. Wer weiß. So. Kommt auf jeden Fall schön EP. Das ist geil. Vielleicht kommen wir dann doch irgendwann mal zu dem neuen Sturmgewehr. Offen Aufsätze. Okay, das können wir ja auch nochmal angucken. Oh, alter Schwede. Jo, für die einen oder anderen mag das schlecht gewesen sein. Für mich war das sehr gut. Und das freut mich. Wir haben hier effektive Schadensreichweite und Projektilgedöns. Nur Projektilbeschleunigung? Nee. Ah, kick mal. Dafür ein bisschen horizontal. Das mache ich trotzdem mal. Ich glaube, an die Breite, also zur Seite, links, rechts, zittert die Waffe eher nicht so stark, wie sie nach oben geht. Also ich glaube, das ist eine gute Entscheidung gewesen. So, auf jeden Fall machen wir noch eine zweite Runde. Oh, nein, zu spät reagiert. Team Deathmatch. Bleh. Bleh. Ah, krieg ich mir ja fast den Kotzen. Naja. Egal, egal. So. Wetter passt. Oh, sieht ja aus wie im Real Life. Testing ist vielleicht draußen so warm. Ne? Kann ja auch sein. Ihr repräsentiert die Firma. Saubere Arbeit. Schnelle Arbeit. Das war knapp. Das war nicht ganz so knapp. Oh. Ah. Upsi. Was war, was war das denn? Weiß keiner so genau. Ich glaube nichts Gutes. Oh. Ah. Na, das war ja mal schlecht.
Ich wusste gerade nicht, ob ich die Waffe anlegen sollte oder doch im Spray. Alter, das war klar, der hat nur auf mich gewartet. Oh, mit der DMR 14 auf der Distanz. Na gut, okay, da ist er definitiv im Vorteil. Das ist da in dem Moment auf jeden Fall die bessere Waffe. Meine Güte, du. Mann, wieder für die falsche Richtung entschieden. Ah, Team Deathmatch, ey. Können halt echt überall sein, ne? Man weiß halt nie so richtig, wo die Gegner spawnen. Feindliche Spionageflugzeug über euch in Position. Das mag ich nicht wirklich. So, jetzt laufen wir mal hier wieder eine Runde rum und gucken, was wir Gegner finden. Schade. Irgendwann finden die Gegner mich. Feindliches Spionageflugzeug lokalisiert. Hier ist noch ein Gegner. Genau. Ist hier noch einer? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann machen wir wieder hier. Ja, Überwachung von unten wäre ja auch eher ungünstig. Sieht man irgendwie nicht so viel, ne? Siehst du? Das passt doch schon mal ganz gut. Achso, ich wollte ja hier, genau. Ein bisschen da hinten laufen jetzt. Da sind Teammates. Okay, wir gehen wieder hier lang. Nice. Nicht so nice. Wo bin ich jetzt überhaupt gestorben? Ach, der wollte mich. LOL. Die war gar nicht für mich bestimmt, die Kugel. Kommt gleich was? Feindliche Spionageflugzeug. Den habe ich nicht mehr gesehen. Verdammt. Da war gehen. Oh. Okay. Der war genau hinter seinem Teammate, ne? Dass ich ihn irgendwie nicht gesehen habe. So vielleicht? Cool. Schade. Weißt du, aus der Hüfte, glaube ich, ist die Waffe nicht ganz so stark. Kann das sein? Wahrscheinlich bei anderen schon, nur bei mir nicht. Ah, die Waffe muss auch nicht in jeder Lage gut sein. Ich finde die Waffe schon so ganz geil, ehrlich gesagt. Also. Boah. Fällt mir echt gut. Da war ja noch ein Samurai-Mensch. So, wo könnte man sich hier... Ach, wisst ihr was? Scheiß, einfach raus da. Ja, wie schief gehen kann's ja nicht. Und ich laufe genau in so eine blöde Granate. Mitten am Arsch der Welt steht da so eine Gasgranate. Und genau da laufe ich rein. Das ist geil. Wie habe ich das denn hinbekommen? Feindliches Geschütz aktiv. Hä? Oh. War das meins? Das ist sogar meins, ne? Oh. Was weiß ich. Ich hab ihn nicht gesehen. Und dann habe ich ihn gesehen und dann kam irgendwie keine Reaktion. Hat man auch gesehen, oder? Da sind irgendwie die falschen Synapsen irgendwie aufeinander getroffen und haben dann irgendwie so, hallo und moin, wie geht's dir so? Ja. Und wollen wir eigentlich was machen? Nö, ist zu warm. Und dann passiert dann irgendwie nicht viel, ne? Ja, so ist das manchmal. Ja, meinst du, was ich hier mache? Blödsinn labern, ja, gewiss. Aber ein bisschen kämpfen tue ich auch.
Feindliche Vorräte unterwegs. Auf jeden Fall ist da auch noch einer, Digga. Oh, du machst das schon. Schön. Der sich da in die Ecke haut wieder, oder was? Nein, ernsthaft. Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakte. Das war cool. Also in der Ecke hocken und warten, bis irgendwie mal jemand vorbeiläuft. Oh, das ist widerlich, wa? Das macht so gar keinen Spaß. Aber damit muss man sich leider abfinden können, denn das wirst du immer wieder haben. Egal in welchem Spiel. Das hat nichts mit Call of Duty zu tun. Das ist einfach mal so. Und schon wieder. Lol, ist das ein Kacknoob, ey. Naja. So ist das. Jetzt ist das widerlich, oder? Wir müssen zusammenarbeiten. Haltet euch nächstes Mal an den Plan. So, was haben wir denn gemacht? Nur wenigstens positiv. Oh, ganz gut Damage gemacht irgendwie. Vollkommen okay. Jo. Coole Karte, coole Waffe, ist gleich Spielspaß. Spielspaß. Wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen den beiden Wörtern viel und Spielspaß. Ne? Naja. Es ist warm, es ist warm. Nicht nur im Spiel schön Wetter, sondern auch gerade im Real Life. Nochmal ein Unterlauf, da gucken wir nochmal rein. So, warte mal, Waffen. Ist auch echt warm, ey. So, ne. Ne. Das, was ich so drauf habe, ist schon ganz geil. Läuft auf jeden Fall ganz gut so mit der Waffe, oder? Finde ich schon. Na, Stellung machen wir als nächstes. Na gut, dann machen wir in der nächsten Folge, oder? Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis in der Stellungsrunde. Tschö, tschö.